Die Gedächtnisstätte Gutmannshausen in der Nähe von Weimar war am 9. Dezember Schauplatz einer sehr gut besuchten Veranstaltung. Der NPD-Europaabgeordnete Udo Vogt hatte zur Vorstellung seines Buches geladen. In der Publikation, die Ende Januar 2018 erscheint, gibt Vogt ungefilterte Einblicke in seine Arbeit. Herausgeber des Buches mit dem Titel »Einer für Deutschland« als Europaabgeordneter an Straßburg und Brüssel ist die Europäische Politische Stiftung Europa Terra Nostra. Als Buchautor trat Udo Vogt, der auf der politischen Bühne über jahrzehntelange Erfahrungen verfügt, erstmals 2013 hervor. In jenem Jahr veröffentlichte er die Publikation »Der deutschen Zwietracht mitten ins Herz – Mein Weg mit der NPD«. Mit seinem zweiten Buch liefert Vogt tiefgehende Einblicke in seine Arbeit als Einzelabgeordneter des Europäischen Parlaments, dem er seit Mai 2014 angehört. Das Buch, eine durchaus gelungene Mischung aus Leistungsbilanz und Erlebnisbericht, enthält Standpunkte zu wichtigen politischen Fragen. Syrien-Konflikt und Russland, Meinungsfreiheit und Souveränität, Asylkrise und Terrorismus, aber auch zu Lohndumping, zum EU-Waffenrecht und zur Medienvielfalt. Zudem stellt Vogt genügend Abgeklärtheit unter Beweis, indem er auch Gegner zu Wort kommen lässt. Diese kommen allerdings nicht umhin, dem Abgeordneten sowie seiner Mannschaft, die aus bewährten Mitstreiterinnen und Mitstreitern besteht, ein gehöriges Maß an Fleiß, Disziplin und Professionalität zu attestieren. Jens Püse, stellvertretender Vorsitzender der Stiftung Europa Terra Nostra, stimmte das zahlreich erschienene Publikum mit einem kurzen Redebeitrag auf den Abend ein. Denn das, was der Europaabgeordnete dort für uns alle bisher geleistet hat, als einer für Deutschland, und das müsst ihr auch natürlich immer im Hinterkopf haben. Sicherlich wäre das besser gewesen, wären wir dort mit zwei oder drei Abgeordneten eingezogen. Dann hätten wir natürlich da ganz anders auch auf Angriff schalten können. Aber Udo Vogt hat meines Erachtens das Maximale als Einzelkämpfer dort herausgeholt. Und das spiegelt sich alles in diesem Buch wider. Für die Vorstellung des Buches zeichneten sich unter der Moderation von Vogts Mitarbeiter Uwe Mehnen neben dem Europaabgeordneten auch dessen bewährter Assistent Karl Richter sowie Lutz Dessau verantwortlich. Lutz Dessau, langjähriger Autor der Zeitung Deutsche Stimme, schilderte seine Erlebnisse, die ebenfalls Eingang in das Buch gefunden haben. Jedes Mitglied des Europäischen Parlaments kann im Jahr 110 Besucher einladen. Viele NPD-Landesverbände machen von diesem Angebot auch schon regen Gebrauch. Wenn ich richtig informiert bin, kommen nächste Woche 16 Leute, dann im Herbst eine größere Gruppe, wirft Vogt einen Blick voraus. In einer rasch veröffentlichten Presseerklärung wies ich darauf hin, dass Parlamentspräsident Martin Schulz völlig hemmungslos seine Neutralitätspflicht verletzte, indem er sich, ohne auch nur ein Wort mit mir gesprochen zu haben, kritiklos der Medienhetze sich anschließt. Außerdem stellte ich klar, Zitat, die Aufregung der selbsternannten Demokratie-Gralshüter ist heuchlerisch. Wer selbst in Europa die Menschen, Bürger und Freiheitsrechte mit Füßen tritt, sollte sich mit Kritik an meiner Person im EU-Innenausschuss besser zurückhalten. In Europa werden heute tausende Patrioten verfolgt und landen allzu häufig nur wegen einer Meinungsäußerung im Gefängnis. Zitat Ende, soweit aus der damaligen Presseerklärung. Udo Vogt, Putin-Fan im Europaparlament, titelte das Forum in einem ausführlichen Beitrag über meine Europaaktivitäten. Der Hintergrund ist schnell erklärt. Im Straßburger Parlament nutze ich jede Gelegenheit, um gegen die üblichen Resolutionen und Verdammungsurteile in Richtung Moskau zu stimmen. Im Anschluss an die Buchvorstellung fand auf dem Ehrenhain, der zum Gelände der Gedächtnisstätte gehört, eine Gedenkveranstaltung für die Millionen deutschen Opfer von Flucht und Vertreibung sowie des alliierten Bombenterrors statt. Feierstunde für die Opfer des Zweiten Weltkrieges durch Bomben, Verschleppung, Vertreibung und in Gefangenenlagern. Die Mannschaft des Vereins Gedächtnisstätte e.V. mit ihrer guten Seele, dem Landschaftsarchitekten Wolfram Schiedewitz, erwies sich wiederum als vollendeter Gastgeber, der es an nichts fehlen ließ. Für die kulturelle Umrahmung sorgte der nationale Barde Frank Rennecke. Den Teilnehmern, die kräftig mitsangen, wurde einmal mehr die Reichhaltigkeit des deutschen Liedgutes vor Augen geführt. Wir fragten Udo Vogt, was den Leser in seinem neuen Buch erwartet. Sicherlich Informationen, gepaart mit Spannung und mit einer Menge Erlebnisse, die man als
als Bürger, der plötzlich Abgeordneter im Europaparlament und als Politiker hat, die also unvergleichlich sind mit all den Dingen, die man vorher gelesen und erfahren hat. Und ich denke, es ist lesenswert, um auch zu wissen, was hinter den Kulissen in Europa passiert. Auch viele Besucher zeigten sich von der gut organisierten Veranstaltung sehr angetan. Also es war eine sehr interessante Veranstaltung und ich freue mich schon auf das Buch. Es wurde ja daraus vorgelesen und mir hat gefallen, dass das sehr detailliert beschrieben ist oder geschrieben sein wird, wie die Arbeit in diesem EU-Parlament stattfindet. Durchaus positive Eindrücke. Das war wunderbar, wunderbar. Wir sind sehr positiv überrascht, dass tatsächlich ein Abgeordneter des Europaparlaments hier in Gutmannshausen dem Ahnengedenken beiwohnt. Ja, sehr, sehr positiv überrascht. Da kommt ein Funken der Hoffnung auf. Sehr gut. Ich muss sagen, ich bin auch mit sehr großen Erwartungen hierher gekommen und ich sehe mich nicht enttäuscht von dem, was ich bisher gehört habe darüber. Mit seinem neuesten Buch »Einer für Deutschland«, so viel steht bereits jetzt fest, legt Udo Vogt eine Publikation vor, in der nicht zuletzt elementare Fragen unserer bewegten Zeit behandelt werden und die auch schlüssige Antworten zu grundlegenden Problemen enthält. Es bleibt zu hoffen, dass dem deutschen Europaabgeordneten und seiner bewährten Mannschaft 2019 der Wiedereinzug in das Europäische Parlament gelingt. Deutschland braucht auch künftig eine starke Stimme, die als unbequemer Dorn im Fleische der völkerfeindlichen EU-Bürokratie agiert.